Hi, ich bin Marty Fischer und ich zeige euch heute, wie man einen Song im Stil der Red Hot Chili Peppers aufnimmt. Wenn sich jetzt Leute unter euch fragen, was sind denn die Red Hot Chili Peppers, die roten heißen Chili Pfeffers? Dann kann ich mir nur vor den Kopf fassen, weil jeder von uns kennt die Red Hot Chili Peppers. Ob man will oder nicht. Jeder von uns hat doch bestimmt mindestens einmal diesen hier gehört. Konnte ich auch schon mal besser. Oder diesen anderen ganz berühmten. Jeder kennt doch irgendwie dieses Genöle von Anthony Kiedis, das krasse Geschrappel von John Frusciante, den unglaublich funkigen Bass von Flea und Chad Smiths Drumgekloppe, bei dem jedem Hören und Sehen vergeht. Die Red Hot Chili Peppers oder RHCP kommen natürlich aus California in den US of A. Also 1983 haben sie sich gegründet und waren mit ihrem Album Blood Sugar Sex Magic haben sie auf jeden Fall eines der eines der bahnbrechendsten Alben ihrer Karriere auf den Markt geschossen, wo sich so ultimative Hits wiederfinden, wie zum Beispiel Give it away, give it away, give it away now. Oder auch Under the Bridge mit dem weltberühmten Aber jetzt zeige ich euch erstmal, wie man das alles macht. Die Drums werden gespielt von Mr. Chad Smith. Ein Mensch, der es sich zur Aufgabe gemacht hat, das Drumset nicht nur zu spielen, sondern zu verdreschen. Und er macht es mit einer Inbrunst, dass man denken könnte, er hat in seinem Leben bestimmt schon, weiß ich nicht, hunderte von Drumsets zerschossen einfach. Es ist immer sehr roomy, das heißt, man hört den Raum sehr stark, in dem er aufgenommen hat. Die Snare knallt. Die Kickdrum birst, die Hi-Hat wird auch nicht verschont und das Ganze immer in so einem sehr, also rockigen, aber auch funkigen, in so einer Attitüde eben. Was soll man dazu noch sagen? Also ich musste schon wirklich extrem auf mein Keyboard eindreschen, wie ihr gesehen habt, damit ich diesen Punch hinkriege mit der Kickdrum oder diese knallende Snare Drum, was sich immer wie ein Pistolenschuss anhört. Dazu kommt dann der Bass. Und den spielt Flea, was auf Deutsch heißt Flo, weil er immer bei den Sessions so rumgehüpft ist wie irre. Er ist auf jeden Fall einer der Gründe auch, also die vier sind es eigentlich, aber er macht den Bass zum Red Hot Chili Peppers Bass, zu seinem eigenen Signature Sound. Und wie macht er das? Nun, Flea hat seine ganz eigene Methode, den Bass zu spielen. Er spielt den Bass nicht einfach nur, sondern Flea macht es so, da, ich bin nicht schnell genug, aber ihr wisst schon, ihr habt schon gemerkt, er macht es viel aggressiver, als man es jetzt normalerweise machen würde. Und er ist ein sehr großer Fan des Slappens. Was ist Slappen? Slappen ist das hier. Und das setzt er mal flächendeckend und überall ein und auch manchmal sehr spartanisch. Denn davon lebt ja der Funk im Grunde, von sehr spartanisch eingesetzten Dingen, die so groovy sind und die sich immer und immer wiederholen. So könnte das hier in diesem Beispiel klingen. Es groovt wie die Hölle. Und darauf bettet sich dann John Frusciante. An der Gitarre. John Frusciante ist ein Virtuose. Also man könnte fast sagen, er hat die Gitarre als Kind mal gegessen und wurde dann die Gitarre. John Frusciante bedient sich teilweise der Pinky Harp. Beziehungsweise eigentlich ist es gar nicht wirklich eine Pinky Harp. Das heißt ja einfach nur kleine Fingerharfe und er macht das gar nicht so oft. Er nimmt einfach die Technik des Hammer-on-Pull-Offs zu Hilfe. Das heißt, zum Beispiel bei so einem Akkord macht er dann, also er spielt den Akkord und auf der letzten Note macht er dann, haut er mit dem kleinen Finger drauf und zieht den dann wieder weg. Das ist ein Hammer und Pull-Off. Wunderbar. Das macht er dann zum Beispiel in so wunderbaren Stücken wie Under the Bridge. Da spielt er und diese kleinen Verzierungen, das macht John Frusciantes Spiel so einzigartig. Und auch sonst seine funkige Spielweise, zum Beispiel ist einfach unerreicht. Klingt schon legit. Also ich würde jetzt denken, das sind die Red Hot Chili Peppers. Was jetzt noch fehlt, ist dieser markante Gesang von Anthony Kiedis. Die Texte von Anthony Kiedis sind oft sehr lyrisch und manchmal sind sie auch sehr metaphorisch. Manchmal total abstrakt. Manchmal aber auch komplett in die Fresse. Es kommt halt immer auf den Inhalt der Songs an, also was er da sagen möchte. Seine Stimme klingt immer so ein bisschen wie durch so einen kermitigen Hals gesungen. Also Kermit der Frosch. Der Frosch!
Bis wenn er singt. Psychic spies from China try to steal your man's elation. Oder wenn er rappt. Come and get it, lost it in the city limit. Es ist halt Anthony Kiedis, was willst du sagen? Also ikonisch eigentlich für diese Band und für das Genre, für die Zeit damals, bahnbrechend. Ich habe jetzt versucht, einen Song eben hinzubekommen, der so ein bisschen zwischen Hump the Bump von Stadium Arcadium, also dem Album Stadium Arcadium, und zwischen Give It Away von Blood Sugar Sex Magik. So funkig der Song auch sein mag, die Red Hot Chili Peppers wären nicht die Red Hot Chili Peppers, wenn da nicht noch irgendwie so mit Akkorden so ganz geschmackvoll noch irgendwie so ein gesungener Part von Anthony Kiedis zwischen dem Gerapper noch auftauchen würde. Bitteschön. Can you believe it? I can't deceive it. Some veins are gonna pop, you can feel it. Do I look uncertain? You look hurting. Still your boyfriend caught me in the dirt end. So angry you can't take it. So furious, no way to fake it. So aggravated, painful ticket. So why don't you just go and kick it? Go kick it, kick it, kick it. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe jetzt auf jeden Fall Bock, mir die komplette Diskografie der Red Hot Chili Peppers anzuhören. Mit Freaky Styley, Mother Milk, Blood Sugar Sex Magik, ich weiß gar nicht, By the Way, Californication, was kam danach? Stadium Arcadium. Unfassbar, unfassbar. Ich bin jetzt aber ganz bewusst nicht auf die Zeit eingegangen, als Josh Klinghoffer da John Frusciante abgelöst hat, weil das finde ich nicht mehr ganz so geil. Also die frühen Dinge auf jeden Fall von Red Hot Chili Peppers sind nach wie vor Granate. Und wenn euch das hier gefallen hat, dann zeigt mir das mit einem Like, abonniert den Channel, wenn ihr neu seid und auch wenn ihr nicht neu seid und meine Videos schon kennt, aber noch nicht abonniert, dann macht abonnieren und jetzt schreibt noch einen Kommentar, was euch hier am besten gefallen hat. Zeigt das Video euren Freunden, wenn sie Red Hot Chili Peppers Fan sind, und wenn sie die nicht sind, dann werden sie es mit diesem Video. Also dann. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!